Marlon Borchers entlarvt in seinem neuesten Video Propaganda gegen die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht. Jedenfalls verspricht er uns das im Titel. Schauen wir mal, inwieweit Markus Lanz in seiner neuesten Sendung tatsächlich Propaganda gemacht hat oder ob Marlon hier einfach nur Clickbait betreibt. Nee, Spaß beiseite, ich habe das Video schon zur Hälfte gesehen gehabt. Gut recherchiertes Video. Und die Lanz-Sendung, da hatte ich ja auch schon drauf reagiert. Das war eine einzige Katastrophe. Ich hoffe, Marlon wird das hier gut auseinandernehmen. Liebe Freunde der Medienkampagnen, Sahra Wagenknecht hat ja vor einiger Zeit erst den Verein Bündnis Sahra Wagenknecht gegründet und nun die Partei BSW, die denselbigen Namen trägt. Und wir sehen seitdem, dass es ein mediales Dauerfeuer in verschiedenen Bereichen gab. Und die Sendung bei Markus Lanz vor wenigen Tagen war ein kleiner Höhepunkt und die werden wir uns heute angucken. Aber ich habe auch noch andere Sachen für euch, zum Beispiel die Doppelmoral der Grünen, wenn es darum geht, wo man ein Bankkonto eröffnet, um Spenden zu bekommen. Seid gespannt, los geht's. Sie sagen, die USA finanziert den Ukraine-Krieg. Dem ist ja nicht so. Nein, Russland greift die Ukraine an, will diesen Staat vernichten. Und dank der Waffenlieferung und der Unterstützung ist es der Ukraine bisher gelungen, diesem Vernichtungskrieg sich zu widersetzen. Natürlich finanzieren die USA den Krieg. Wer denn sonst? Wir müssen uns nur die Zahlen angucken. Also die Amerikaner waren in der Zeit, in welcher es diesen Ukraine-Krieg gab, der größte Geldgeber. Und auch in der Zeit vor dem Krieg, da haben die USA Milliarden in die Ukraine reingesteckt, um sie militärisch. Ja, der Part zur Ukraine, der war wirklich lächerlich. Also da, wie gesagt, du hast da einen von der Welt gehabt, du hast einen Korrektivtypen gehabt, übelste Regierungspropaganda und du hast gehabt, was sollst du da erwarten? Also da kriegst du den üblichen Sermon, den du sonst auch überall zu hören bekommst. Militärisch aufzurüsten. Er spricht hier davon, dass Russland die Ukraine vernichten will. Also wir wissen mittlerweile durch verschiedene Quellen, dass es kurz nach Kriegsbeginn Verhandlungen gab. Und in diesen Verhandlungen, da wurde doch ganz klar gesagt, dass es nur um eine Neutralität der Ukraine geht. Dass es niemals darum ging, der Ukraine ihr gesamtes Territorium oder so wegzunehmen. Also hier von einer Vernichtung der ukrainischen Staatlichkeit zu reden, ist einfach mal höchst desinformativ. Und auch höchst desinformativ lautet die Aussage, dass Russland einen Vernichtungskrieg führe. Wir können mal die Zahlen angucken von der UN, also keine Putin-Propagandabehörde. Denn wenn man sich diese Zahlen anguckt, sieht man, dass die zivilen Opfer seit Beginn des Krieges eigentlich dauerhaft am Sinken sind. Und wenn Ihrer Politik gefolgt würde, die ja nicht nur von Ihnen, sondern wir haben jetzt ja eine Zangenbewegung. Wir haben die Alternative für Russland oder die AfD, die sich ganz klar auf die russische Politik positioniert hat. Sie mit Ihrer neuen Partei haben dieselbe geopolitische Vorstellung, sich von Amerika zu distanzieren, eine Partnerschaft mit Russland zu suchen. Nein, eine Unabhängigkeit Europas, unabhängig, das ist was anderes. Verstanden. Nein, er hat es nicht verstanden. Nur wenn Nein, er hat es nicht verstanden. Also er will es nicht verstehen. Wie gesagt, korrektiv, ich hatte euch letztens die ganzen Spender aufgezeigt. Mörder Center, staatliche Institutionen, was soll man dazu noch sagen? Russland sich in der Ukraine durchsetzt, ja, bedeutet das, und die USA sollten wirklich gehen, bedeutet das, dass Europa unter Dominanz Russlands fällt. Und Europa soll jetzt also unter russischer Dominanz stehen. Ja, schauen wir uns da doch einfach mal die Realität an, die Zahlen. Wir sehen, dass die Europäische Union fast 500 Milliarden Euro in die Rüstung steckt. Jedes Jahr. Wir sehen gleichzeitig, dass die Russen weniger als 90 Milliarden in die Rüstung stecken. Also selbst wenn dieser Krieg in der Ukraine durch die Ukraine militärisch nicht gewonnen werden kann, das wird er im Übrigen nicht, also er kann nicht gewonnen werden durch die Ukraine militärisch, dann wird Russland dadurch nicht in einer Dominanzposition stehen, dass es ganz Europa überfallen könnte oder was weiß ich. Und ihre Energiepartnerschaft, der sie hinterher trauern, das sind die Jahre, die Putin das Geld in die Kassen gespült hat, diesen Krieg zu finanzieren. Und wir finanzieren auch nicht den Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Das wird ja seit Anfang an gesagt, wir müssen Sanktionen machen, damit wir Putins Kriegskasse nicht aufbessern. Aber das ist Unsinn, denn Russland finanziert Soldaten und Rüstung und generell die Kriegswirtschaft in Rubel. Ja, und wir als Europäer mit der Europäischen Zentralbank oder die Amerikaner mit der Federal Reserve, die können ja keine Rubel schöpfen. Bedeutet, im Endeffekt sind die Russen
souverän, was die Währungspolitik angeht. Ja, also wir wären so viel weiter, wenn die MMT schon bei mehr Menschen angekommen wäre. Also, oder Geldtheorie allgemein. Also, dass ein Land sein, also Kriege beispielsweise in eigener Währung bezahlt, sollte eigentlich bei allen Menschen angekommen sein. Das ist ja ein Punkt, den Sarah Wagenknecht letztes Jahr auch groß gemacht hatte. Als überall das Argument kam, wir müssen jetzt russisches Gas boykottieren, damit Putin kein Geld mehr hat, um diesen Krieg zu finanzieren. Also, das Quatschargument von eben gerade. Also ihr seht ja, wir haben 300 Milliarden Dollar von Russland eingefroren, die wir einfrieren konnten. Und trotzdem kann Russland diesen Krieg ohne Probleme führen, weil es eben auf dieses Geld zur Führung dieses Krieges nicht angewiesen ist. Souverän, was die Finanzierung des Krieges anbelangt. Denn sie haben die notwendigen Rohstoffe zum Großteil. Heißt also auch hier, versteht dieser Herr tatsächlich gar nicht, wie Staatsfinanzierung läuft. Und wenn man nicht versteht, wie Staatsfinanzierung läuft, dann gehen ja auch diese Sanktionen total ins Leere. Und genau das sehen wir ja seit vielen, vielen Monaten, seit Kriegsbeginn. Man hat uns am Anfang gesagt, ja, diese Sanktionen, die werden jetzt die russische Kriegswirtschaft lahmlegen. Das ist nicht passiert. Die Russen verkaufen ins nicht-europäische und nicht-westliche Ausland Unmengen an Rohstoffen. Und selber nutzen sie diese auch, um ihre eigene Industrie weiter ans Laufen zu bringen. Ja, so sieht die Realität aus. Und das hat Putin gemacht. Er greift die Ukraine an und da wird er nicht stoppen. Sie müssen sich ja nur den russischen Diskurs anhören. Ich mache das hin und wieder, weil ich auch die Sprache spreche. Und die wollen im Grunde genommen einen Wirtschaftsraum von Lissabon nach Vladivostok. Sie mögen das wollen, ich begreife das. Stimmt, also. Das hatte ich ja bei der Reaktion auch schon gesagt. Also eine Freihandelszone, das wird seit Jahrzehnten diskutiert. Das hat auch Angela Merkel beispielsweise gefordert. Das heißt nicht, dass morgen in Berlin stehen, sondern es ist halt einfach, dass die Eurasische Union mit der Europäischen Union Freihandelsabkommen vereinbaren möchte, was ja sehr, sehr unwahrscheinlich ist angesichts des aktuellen Kurses der Europäischen Union. Was aber auch schade ist. Also so ein Handelsabkommen, das hätte diese zwei Wirtschaftsräume durchaus enger zusammenbringen und künftige Kriege verhindern können. Das ist Bedrohung. Und jetzt, wir haben eben schon drüber geredet. Putin will Europa angreifen. Ja, das ist doch total blanker Hohn. Also schauen wir uns doch überhaupt mal die russische Demografie an. Die Russen können es sich demografisch gesehen gar nicht leisten. Nein, auch diese Formulierung, Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok, das meint keinen Krieg. Das meint keine Eroberung irgendwelcher Gebiete. Das meint einfach ein Handelsabkommen. Großen Krieg mit ganz Europa zu führen. Und auch dieser Krieg in der Ukraine, der war ja nie von Anfang an als Krieg in diesem Sinne geplant, sondern man hatte ein Szenario im Kopf, dass man mit seinen Truppen nach Kiew fährt, vielleicht die Regierung austauscht oder die Regierung dazu zwingt, eben diese Neutralität durchzusetzen. Aber niemals war der Plan, einen Krieg auf breiter Front zu führen. Das ist doch auch logisch. Wir haben gesehen, dass die Russen mit viel zu wenig Soldaten eingerückt sind, damit sie in der Lage sind, auf breiter Front einen wirklichen Krieg zu führen. Und es gibt ja auch Berichte, dass die russischen Soldaten anstatt Munition, Verpflegung etc. Paradeuniform in ihren mobilen Fahrzeugen hat. Also man hat damit gerechnet, man marschiert jetzt hier einmal durch bis nach Kiew, macht dort seine Parade, setzt die politischen Ziele durch und damit hatte sich's das. Da hat die russische Aufklärung ziemlich versagt. Und was ist so schlimm an einem Wirtschaftsraum von Vladivostok bis Lissabon? Das könnte doch Wohlstand für die gesamte Region bedeuten. Ich verstehe nicht, warum er davor Angst hat. Warum hat er davor Angst? Warum hat er Angst davor, Spannungen, die es zwischen Russland und der Europäischen Union gibt, abzubauen und als Europa eine souveräne Außenpolitik zu verfolgen, die die europäischen Interessen in den Fokus stellt? Und die europäischen Interessen sind nicht... Ich hatte euch die Spender von Korrektiv gezeigt. Wieso könnte Korrektiv damit ein Problem haben? Genauso das gleiche bei Springer, also bei Robin Alexander. Wer ist der größte Aktionär von Springer? Amerikanische Heuschrecke, ein Hedgefonds. Und der hat auch noch zahlreiche Rüstungsunternehmen in seinem Portfolio. Also welches Interesse wird der wohl an einer friedlichen Kooperation mit Russland haben? Gar keins. Deckungsgleich mit den amerikanischen Interessen. Das muss doch hier auch mal ganz klar gesagt sein. Aber Russland ist ein gutes weiteres Thema. Denn all das, worüber wir eben geredet haben, diese angebliche Russlandnähe, diese angebliche Putin-Sympathien, die es im BSW gibt, die sind eigentlich der Kern der medialen Desinformation. Da gerade einer im Chat fragt, KKR heißt der Hedgefonds. Also nicht BlackRock. Also es gibt noch
zahlreiche andere Fonds aus den USA, die hier investieren. Bezüglich Wagenknecht und der Partei. Denn als herausgekommen ist, dass die Partei Spenden auch aus Russland bekommen hat, oh mein Gott, da ging die Presse aber drauf los. Wisst ihr was? Es waren 75 Euro. Es waren 75 Euro, um die es ging. Und da hat man Artikel um Artikel für aufgemacht. Also ich sag mal, wenn 75 Euro ausreichen, 75 Euro aus Russland, die können auch von deutschen Staatsbürgern sein, die in Russland leben. Wenn 75 Euro ausreichen, um Politik zu beeinflussen, dann kann ich ja auch mal an CDU, an SPD, an Grüne und an FDP jeweils 75 Euro schicken. Dann schreibe ich dazu noch einen kleinen Wunschzettel wie zum Weihnachtsmann und dann werden die mit Sicherheit das machen, was ich sage, oder? Und es gibt andere politische und mediale... Nee, das wäre illegal. Also du darfst in Deutschland mit Parteispenden Einfluss auf die Politik nehmen, aber du darfst das nicht offen aussprechen. Wenn du das unter der Hand klärst, was die Partei macht, alles in Ordnung. Wenn du das öffentlich sagst, dann kriegst du Probleme und die Partei auch. Alle Netzwerke, die bekommen ein Vielfaches aus dem EU-Ausland. Und da sagt niemand etwas. Die DGAP, ein pro-westlicher, pro-US-amerikanischer Think Tank, der vor einigen Wochen damit aufmerksam gemacht hat, mit einem Papier, wo es darum ging, dass wir als Europa aufrüsten müssten. Warum? Ja, weil die Russen Europa angreifen wollen. Also diese Argumentation... Hey, die DGAP. Dazu habe ich übrigens auch ein Video gemacht. Schaut gerne auf meinem Erstkanal vorbei. ...die ihr eben in dem Beitrag gehört habt. Wahrscheinlich hat der Journalist genau dieses Papier auch gelesen. Die bekommen zum Beispiel Finanzierung von der Open Society Foundation von George Soros. Die bekommen... Nee, tatsächlich nicht Stürme. Aber ich habe so viele Bücher auf meiner Leseliste. Also... Viel, viel Kohle aus den USA. Viel mehr als 75 Euro. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele. Und wenn es ein Problem ist, wenn BSW 75 Euro aus Russland bekommt, also wo ist der große mediale Aufschrei, dass es... Oh Gott, ihr seid doch auch... Jetzt beschwert sich einer darüber, dass das Video hier angeblich zu leise sei. Also wirklich, das müsst ihr am Anfang sagen. Also nicht erst, wenn ich es fast fertig geguckt habe. Das ist... Also jetzt werde ich es auch so auf YouTube hochladen. Tanks gibt, andere Organisationen, die Gelder in Höhe von Hunderttausenden oder gar Millionen aus Amerika bekommen. Oder von woanders. Warum ist das denn komischerweise kein Problem? Ich kann es euch sagen, weil diese Medien nur ein Problem damit haben, weil die etablierte Politik nur ein Problem damit hat, wenn das Geld nicht vom großen Bruder USA kommt. Wenn hier an den herrschenden Narrativen gerüttelt wird, dann schaltet die Regierung nämlich in den Abwehrmodus und greift mit brutaler Härte diejenigen an, die diese Narrative überwinden wollen, die von der Regierung ausgegeben werden. Zu guter Letzt die Volksbank in Pirna. Ja, das ist die Volksbank, wo BSW das Spendenkonto besitzt. Und auch da kam aus dem ganzen linksliberalen Eck große Kritik. Ja, also da haben ganz schwierige Organisationen irgendwie ihr Konto, die Verbindung zu Russland haben. Hat BSW auch Verbindung zu Russland? Wird BSW etwa aus Russland gesteuert finanziert? Oder wird dort die Entscheidung in Moskau getroffen? Und nicht in der Partei selbst über demokratische Prozesse? Und heute habe ich was ganz Spannendes erfahren. Ja, die Grünen. Die Grünen haben da tatsächlich auch ein Konto. Und mir ist es total egal, wer da ein Konto hat. Es juckt. Ja, was ihr wissen müsst, die Volksbank Pirna ist böse. Also mehr müsst ihr nicht wissen. Mehr müsst ihr wirklich nicht wissen. Mich null. Aber es ist super witzig, denn ich habe auf X dazu einen Beitrag geschrieben. Und diejenigen, die noch vor wenigen Wochen ganz groß darin waren, BSW und Wagenknecht dafür zu kritisieren, dort ein Konto zu haben, die haben sich dann sofort hingestellt und gesagt, oh, nee, aber die Grünen, ja, die sind doch auch da in der Stadt, dann ist das ja kein Problem. Also wie gesagt, mir ist es scheißegal. Die Grünen sind die Guten, die dürfen das. Also ihr merkt, hier geht es nicht um inhaltliche Vorwürfe, hier geht es einfach nur darum, das BSW zu canceln. Also um mehr... Wer wo sein Konto hat. Nur bitte, bitte habt doch die gleichen Maßstäbe an alle politischen Akteure und hört mit dieser Doppelmoral auf. Aber daran sieht man, an eben dieser Doppelmoral, wo der Gegner steht, wer der Gegner ist. Aber, wie immer, was haltet ihr davon? Seht ihr es anders? Stimmt ihr mir zu? Schreibt es super gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Jo, das war ein gutes Video. In diesem Sinne, schaut gerne mal bei Marlon vorbei. Wir bringen den dieses Jahr noch oder sagen wir dieses Frühjahr noch, diesen Winter vielleicht sogar schon über 1000 Abonnenten. Das wäre wirklich gut, wenn er das hinkriegen würdet. In diesem Sinne,
Bis zum nächsten Mal.